Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 5 und zwar für die Handelstage vom 28.01. bis 1.02.2019. Ja, wir haben den Januar dann schon wieder fast hinter uns gebracht. Wir sind hier natürlich auf dem Kanal von JFD Brokers und wir wollen uns in dieser Analyse dann wieder dem Big Picture widmen, wollen auf die vergangene Handelswoche schauen, der Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold, wollen uns das große Bild der letzten Wochen anschauen, was ist passiert und vor allem, was könnten wir dann in der kommenden Woche hier von den Märkten erwarten? Wir lagen in den letzten Analysen immer sehr, sehr gut und werden uns das Ganze auch gleich mal anschauen anhand der Analyse für den DAX, die wir vergangenes Wochenende im Prinzip hier eben kreiert haben. Was war der Gedanke zum Markt und was ist schlussendlich passiert? Und es ist quasi genau das passiert, was wir uns hier ja angeschaut hatten im DAX und natürlich auch in den anderen Märkten. Bevor wir damit durchstarten, erstmal der Blick auf den Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte darauf, dass ihr natürlich immer mit Stops arbeitet, die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, ja, vortraden ja hier in der Trading-Wochenanalyse nicht, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch zum Broker natürlich beantwortet bekommen. Und wir switchen erstmal ganz kurz nochmal, wie gewohnt an dieser Stelle, auf den Wirtschaftszahlenkalender, ja, für die kommende Handelswoche. Was könnte hier erstmal rein von den Wirtschaftszahlen, die da rauskommen, gegebenenfalls Bewegung an den Märkten bedeuten? Wir haben ja grundsätzlich hier immer noch die Themen im Raum schweben. Da ist zum einen Brexit, da ist zum einen das Verhältnis zwischen China und den USA, da ist das Thema Shutdown in den USA, der jetzt erstmal wenigstens für 3 Wochen abgewendet wurde. Das gab erstmal keine großartige Reaktion hier an den Märkten. Vielmehr war es hier interessant, dass entsprechend China scheinbar Staatsanleihen, US-Staatsanleihen schon seit längerer Zeit abstößt und da er dann eben jetzt rauskam, dafür dann eben Gold kauft und das kann jetzt ein fundamentaler Grund sein, dass Freitag Gold etwas nach oben geschossen ist in unsere wichtigen Zielbereiche, in die Nähe unserer wichtigen Zielbereiche. Das werden wir uns dann gleich auch mal anschauen und dann natürlich auch das Thema FED-Zinsentscheidung, EZB-Zinsentscheidung, EZB-Zinsentscheidung haben wir hinter uns, aber da kommt dann am Montag nochmal um 15 Uhr eine Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi. Ich denke, das sollte jetzt nicht so kriegsentscheidend sein, denn eben auch in der letzten Pressekonferenz bzw. die Zinsentscheidung, die ja eben bei dem Nullzins blieb und auch bei dem Kontext, dass eben die Zinspolitik weiter relativ konservativ gefahren wird, hier zumindest in der Eurozone, hat jetzt erstmal nicht zu so extremen Bewegungen an den Märkten geführt. Allerdings sollte man eben Montag trotzdem um 15 Uhr hier vielleicht mal so ein bisschen vorsichtig sein. Mittwoch 14 Uhr harmonisierter Verbraucherpreisindex, denke, sollte jetzt hier nicht kriegsentscheidend sein. Viel wichtiger wird es dann am Mittwoch um 20 Uhr, denn hier sehen wir, wir haben die FED-Zinsentscheidung, also die Zinsentscheidung aus den USA und das ist das, was ja in dem vergangenen Jahr und auch eben höchstwahrscheinlich dieses Jahr schon zu der einen oder anderen Bewegung an den Märkten führen sollte, denn hier stehen ja nach wie vor so ein paar Fragezeichen im Raum. Es ist irgendwie nicht so wirklich klar, ob eben die Zinspolitik, wie sie vergangenes Jahr eigentlich noch angedacht war, mit den entsprechenden Zinserhöhungen etc. pp., ob diese dann wirklich nun so umgesetzt wird oder wie es dann schon mal angekündigt, vorsichtig teilweise auch zwischen den Zeilen angekündigt wurde, dass die FED vielleicht doch etwas konservativer agieren wird. Man kann dieses Thema jetzt noch auseinander pflücken. Aber wichtig ist für uns als Trader, ja, man kann versuchen, das auszuwerten, aber ich bin ja der Meinung, es ist hier nicht möglich oder recht schwierig möglich, entsprechende Entscheidungen, die dort gefällt werden, dann in irgendeiner Richtung für den Markt vorherzusehen. Das funktioniert nicht in meinen Augen, sondern es ist wichtig, dass zu solchen Zeiten Volatilität aufkommen kann, Bewegung aufkommen kann und dann eben auch danach entsprechend noch Bewegung aufkommen kann, beziehungsweise gegebenenfalls davor etwas weniger Bewegung ist. Das sind die Punkte, die wichtig sind und somit kommt hier am Mittwoch um 20 Uhr die FED-Zinsentscheidung, wo dann eben auch danach nochmal so ein Statement kommt. Ja, und diese
Punkte, die könnten den Markt bewegen, die könnten zur Volatilität direkt um 20 Uhr führen oder eben auch danach und dann am Donnerstag. Ja, das ist so eigentlich für die kommende Woche mit das Wichtigste. Wir haben dann auch nochmal am Freitag um 14.30 Uhr die Non-Farm Payrolls aus den USA, Arbeitsmarktzahlen, eigentlich auch sehr, sehr wichtig, aber in letzter Zeit eben für den Markt vom Bewegungsszenario her, von der Volatilität her, eigentlich weniger interessant. Aber all diese Punkte, auch dann am Donnerstag nochmal PCI, Kerndeflator, also das sind auch immer Dinge, die man im Hinterkopf haben sollte, aber in den letzten Wochen und Monaten, mehr Monaten als Wochen, nicht zu so großartigen Volatilitätssprüngen führten, aber eben die FED-Zinsentscheidung, denke ich, für die kommende Woche so das Wichtigste wird. Also immer jeden Tag, wir machen das natürlich auch in den entsprechenden Livestreams, hier jeden Tag drauf schauen, was hier gegebenenfalls kommen kann und was dann entsprechend natürlich zu Volatilität führt. Wir starten mal mit dem Blick auf den DAX und ich schiebe mal das Bild der Analyse der vergangenen Handelswoche hier etwas rüber und wir schauen hier mal, was eben der Gedanke in der vergangenen Handelswoche war und was dann schlussendlich passiert ist und was dann eben diese Handelswoche passieren könnte. Also wir hatten hier so einen blauen Pfeil gezeichnet, das ist ja vorletzte Handelswoche Freitag, der Markt doch relativ steil nach oben ging. Er brach aus so einer Seitwärtszone aus, konnten da auf der Long-Seite dann eben auch Geld verdienen. Und dann war der Gedanke, wenn der Markt sich hier sehr, sehr hoch halten sollte, ja, wenn er hier oberhalb wichtiger Bereiche bleibt, und das war so dieser 160er Bereich, dann wäre es denkbar gewesen, dass diese Volatilität, diese Stärke sich gegebenenfalls direkt weiter gen Norden fortsetzen könnte. Das war allerdings der Eröffnungskurs um 8 Uhr, der kam in dem Bereich um die Marke 160 und somit zeigte sich hier relativ zügig, dass erstmal Plan B eintritt und zwar der Plan dieser roten Pfeile. Also nicht dieses starke Szenario eintritt, sondern dass der Markt eben eine realistische Chance hat, hier gen Süden zu laufen, in dieses alte Unterstützungsniveau, was wir dann auch noch als richtungsentscheidend markiert hatten und dann entsprechend aus diesen Unterstützungsniveaus, wo hier 2 an der Zahl markiert wurden, dann es sein kann, und das war so der Gedanke, den wir dann auch gehandelt haben, der Markt entsprechend in Richtung Norden läuft, dass der Markt es eben schafft, die Vorwochenhochs anzugreifen, dort eben rüberlaufen kann und gegebenenfalls sogar hätte in Richtung 350 bzw. 420 laufen können. Was an der Analyse nicht so hundertprozentig geklappt hat, war, dass der Markt eben erstmal nicht Richtung 420 lief, ja, also diese enorme Stärke, die wir hier drüben dann vorsichtig eingezeichnet hatten, dass das so nicht stattgefunden hat. Aber der Gedanke, erstmal dann doch wieder Abgaben in dieses alte Unterstützungsniveau, um von dort dann wieder Schwung nach oben zu nehmen, das hat wunderbar funktioniert und wir konnten das dann auch zum Teil, ich war zwar im Urlaub, also habe persönlich nicht ganz so viel gehandelt, aber konnte hier auf jeden Fall auch den einen oder anderen guten Trade machen, aber eben auch den einen oder anderen Break-Even-Trade. Aber das war die Analyse zur Vorwoche und das hat erstmal relativ gut funktioniert. Und so finden ja hier die Analysen jede Woche statt. Und jetzt schauen wir uns das Bild erneut an. Und jetzt gibt es zum einen einen Punkt, dass ich ja in meinen Analysen, nicht tagtäglich, sondern eben auch gerade am Wochenende, immer für die kommende Handelswoche ganz grob erstmal einen richtungsentscheidenden Bereich festlege. Das war in der vergangenen Handelswoche im Prinzip dieses Hoch der vorherigen Schiebezone um die Marke in etwa so 970. Das war so, also 10.970. Und somit war der übergeordnete Gedanke, solange der Markt da drüber bleibt, kann man antizyklisch mal shorten, aber prozyklisch sind Kaufgedanken hier auf jeden Fall denkbar möglich und eben eine Fortsetzung des Trends definitiv eben denkbar, so wie es stattgefunden hat. Jetzt hat ja diese Fortsetzung quasi stattgefunden. Wir sind jetzt hier auf dem Weg neuer Bewegungshochs und das kann jetzt natürlich hier auch mit weiterer Stärke behaftet sein, nicht nur in Richtung 420, sondern grundsätzlich können wir natürlich weiter eine Tendenz steigender Hochs und steigender Tiefs ausbauen, was einfach einen Aufwärtstrend bedeuten würde. Aber der Markt kann genauso auch drehen und könnte hier eben Short-Abwärtsszenarien aufbauen und eben fallen. Und dafür, um natürlich, ich kann nicht vorhersehen, ob der Markt weiter long läuft oder ob der Markt weiter short läuft, aber ich versuche anhand eines richtungsentscheidenden Bereiches für mich festzulegen, oberhalb wichtiger Bereich ist der Markt für mich persönlich eher weiter im Aufwärtstrend, beziehungsweise unterhalb eines wichtigen Bereiches ist der Markt eher
abwärts tendieren oder vielleicht sogar in der Gefahr, dass er wieder in eine Seitwärtsschiebezone rutscht. Und das mache ich tagtäglich, beziehungsweise passe es tagtäglich an. Diese Trading-Wochenanalyse wird dann eben, ja, natürlich tagtäglich angepasst. Und das schauen wir uns jetzt eben an. Also der richtungsentscheidende Bereich für die kommende Handelswoche, dafür schieben wir den Markt mal ein wenig zusammen. Und wir wissen, dass der Markt in der vergangenen Handelswoche so um in etwa 11.150, 11.160, das ist hier mehrfach dieser Bereich gewesen, der dann erstmal ja von hier unten so ein paar Mal gehalten hat, ein paar Mal Widerstand darstellte, bevor dann am Freitag und hier wohlgemerkt erneut am Freitag, der Break aus dieser Zone kam ja auch vorletzte Handelswoche schon am Freitag. Jetzt kam er wieder am Freitag und dieser Bereich, dieser vorherige Widerstandsbereich, der jetzt dann eben nach oben durchschritten wurde, gleichzeitig vom Donnerstag der 22 Uhr und 17.30 Uhr Schlusskursbereich ist, zusätzlich in diesem Bereich noch hier dieses Widerstands- bzw. Unterstützungsniveau 160, 165 eh schon im Markt liegt. Somit ist dieser Bereich, der aufgrund diverser Punkte, Schlusskurse vom Donnerstag ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber diese Hochpunkte, ja, die dort stattfanden, bevor der Markt durchbrach und dieses grundlegende Widerstands- bzw. Unterstützungsniveau 165, was eh schon als Linie im Chart liegt, führt dazu, dass ich jetzt hier diesen Bereich als richtungsentscheidend für die kommende Woche erstmal auserkoren oder dass dieser Bereich auserkoren wird. Was für mich bedeutet, ähnlich der Vorwoche, wenn wir Rücksetzer sehen, und das wäre jetzt für diese Woche auch eigentlich so das Minimum, was der Markt zeigen sollte. Wir sind aktuell natürlich hier mit dem Schlusskursbereich, beziehungsweise ja mit den Schlusskursen vom Freitag, haben wir diese vorherigen Jahreshochs, die Hochs der Vorwoche, durchstoßen und dann eben von der Oberseite getestet. Somit ist hier oberhalb dieses Bereiches natürlich ganz scharf, das ist ähnlich der Vorwoche, es auch denkbar, dass der Markt direkt weiterläuft. Rutscht er aber darunter, dann denke ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Markt hier dieses, ja, wichtige, richtungsentscheidende Niveau antesten kann, dass er vielleicht auch nur in Richtung 170, 175 läuft, aber dass er hier erstmal nochmal Schwäche sieht und dann wären diese Bereiche erstmal gerade für Montag oder eben auch Dienstag interessant für eine Weiterführung der Aufwärtsseite und dann kommt hier auf jeden Fall als nächstes Ziel der Bereich von 420 so etwa, ja, in die engere Auswahl. Ich hatte hier am Freitag mal vorsichtig die 350 als Ziel angenommen, wollte gar nicht ganz so aggressiv werden mit dem Schuss in Richtung 420. Das hat dann der Markt auch nicht ganz geschafft. Aber ich denke, so 350 bzw. der nächste Schritt dann in Richtung 420 ist ja definitiv denkbar. Und diese aktuelle Zeichnung wäre ja eine saubere Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Sprich, ich versuche jetzt hier, hat man dann so ein bisschen ja diese Schiebezone hier, ne? Und dann ging ja der Markt wieder hoch, kam dann erstmal wieder runter und drehte jetzt wieder nach oben. Und wenn jetzt hier der Markt nochmal so ein bisschen abgibt und dann eben weiterläuft, ist das ja eine saubere Fortführung, eine saubere Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs. Und das wäre durchaus eben denkbar. Rutscht der Markt allerdings unter diesen doch recht wichtigen Bereich der Vorwoche, dann ist es zum einen denkbar, dass wir hier in diesen unteren Bereich bzw. nochmals in dieses Unterstützungsniveau in den richtungsentscheidenden Bereich der Vorwoche rutschen, was dann ja ordentlich auch schon wieder Strecke wäre, gerade für die aktuellen Tagesvolatilitäten, sprich hier drunter, kommt dann auch eben die Abwärtsseite wieder zum Tragen in Richtung der nicht so unwichtigen Unterstützungsniveaus 11.000, wir benennen ihn mal bei 50, 11.050 bis hinab zur 11.000, knapp darunter, das ist hier nochmal so ein Kernunterstützungsniveau, wo man Abwärtstrends in diese Richtung handeln könnte, von dort aus dann hier unten gegebenenfalls wieder die Long-Seite, wobei ich das mir dann wirklich anschauen muss, wie verhält der Markt sich. Er hätte dann die letzte Aufwärtsbewegung zu 100% negiert, zurückerobert, was dann schon wieder nicht mehr ganz so schön ist. Viel lieber wäre mir, wenn der Markt hier oben bleibt. Und wenn er hier drunter rutscht, können wir hier schon mal vorsichtig die Abwärtsseite versuchen und eventuelle Käufe dann eben erstmal abwägen und anschauen. Und wenn wir dann unter diesen wichtigen Bereich kommen, unterhalb von des wichtigen Bereiches der vorletzten Handelswoche, wenn wir unterhalb dieser 10.970, 10.980 rutschen, dann sollte hier das Bild etwas mehr wieder
übergeordnet in Richtung Abwärtstrend tendieren, dann hätten wir aus der blau eingezeichneten Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs dann eben auch den letzten großen, markanten charttechnischen Punkt nach unten durchschritten. Nicht nur diesen kleinen letzten quasi, sondern auch diesen wichtigen Punkt noch. Und dann ist es durchaus denkbar, dass hier die Abwärtsseite etwas stärker ausgeprägter vonstatten geht, dass eventuell wieder Momentum auf der Abwärtsseite aufkommt und wir dann etwas mehr auf der Short-Seite nach Setups suchen. Da muss der Markt aber auch erstmal hinkommen. Wir sind von den Wochenvolatilitäten aktuell gar nicht mehr so hoch, dass es durchaus sein kann, dass der Markt hier über die Tage vielleicht, wenn er wirklich wieder schwach oder schwächer wird, dass wir langsam nach unten in Richtung 11.000 absacken. Wir sind aktuell mit dem Schlusskurs im Bereich 260. Da oben ist ja erstmal vorsichtig mit Stärke zu kalkulieren und dann muss der Markt auch erstmal wegbrechen und wie gesagt, zu dieser 11.000 sollte dann auch nochmal Unterstützung bieten und wir werden uns das täglich anschauen. Erst wenn wir nachhaltig unter 11.000 rutschen, dann wird es etwas schärfer hier für die Abwärtsseite und gegebenenfalls dann auch prozyklisch etwas interessanter für Abwärtsgedanken. Ja? Und aktuell nach wie vor hier eher aufwärts tendierend und das ist das, was ich ja dann tagtäglich hier in den Livestreams dann auch in dieser Art und Weise handle, beziehungsweise dann eben Setups in dieser Richtung dann handle. Das ähnliche Bild, wie wir es im DAX aufgebaut hatten und da waren ja grundsätzlich die Gedanken wirklich ähnlich. Wir hatten auch im S&P eine Aufwärtsbewegung. Wir machen das mal ein wenig dünner hier. Wir hatten ebenfalls im S&P eine Aufwärtsbewegung. Und wir hatten hier ebenfalls gesagt, wenn der Markt hier oben in diesem oberen Bereich bleibt, dann wäre hier wirklich hier oben, nur hier oben denkbar, dass eben der Markt steil weiterläuft. Hat er ebenfalls nicht getan, sondern ebenfalls hier hat sich in der Nachtsession, also wenn wir am Montag früh um 8 hier an den Rechner kommen, da war da schon leichte Stärke. Auch der S&P rangierte dann schon in dem Bereich, wo es in Richtung vorsichtig erstmal Konsolidierung tendierte und die Konsolidierung im S&P war eben auch durchaus realistisch in diesen alten Hochpunkt hier. Ja, das ist ja im Prinzip dann quasi immer so der Test, was der Markt ganz gerne tut. Und dann rutschte der Markt genau in diesen Bereich, was die ganze Sache ja nicht nur im DAX, sondern auch im S&P einen Hauch schwieriger machte, ist, dass dieser Bereich einfach doppelt getestet wurde. Ja, er kam dann nochmal hin und erst dann kam die Aufwärtsbewegung. Wir hatten auch hier am Freitag den Long-Gedanken. Ja, und am Freitagnachmittag dann im Dow Jones dann sogar mal aggressiv einen vorsichtigen Short-Gedanken kreiert, der sogar ein paar Punkte gebracht hat. Das soll jetzt aber hier nicht zur Sache tun, sondern der grundlegende Gedanke, dass der Markt sich in dieser Art und Weise bewegt, genauso hatten wir es uns als Wunschszenario auch für den S&P hingelegt. Und jetzt bleibt hier grundsätzlich der Gedanke im S&P natürlich ähnlich trendfolgend aufzubauen, wie es im DAX ist. Wir sind nach wie vor aufwärts, egal wie man das jetzt hier einzeichnet. Es geht grundsätzlich um den Gedanken, dass der Markt in einer relativ sauberen Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs unterwegs ist. Egal, wo man jetzt hier einen Hoch zeichnet, wo man ein Tief zeichnet. Ich denke, das ist relativ eindeutig, dass wir hier erstmal mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs unterwegs sind. Übergeordnet zwar, wenn man das Bild jetzt wirklich scharf zusammenzieht und zusammenschiebt, kommen wir natürlich von der Oberseite, aber wir sind jetzt hier aktuell erstmal sauber am Laufen nach oben. Und das ist somit trendfolgend. Nicht auszuschließen, dass es genauso im S&P erstmal weiter nach oben geht, die nächsten Widerstände hier eben angelaufen werden und der Markt sich ganz sauber weiter der Aufwärtsseite widmet. Und für diesen Gedanken müssen wir auch für den S&P quasi einen richtungsentscheidenden Bereich festlegen. Das macht sich aus charttechnischer Sicht etwas schwieriger, gerade weil eben im Gegensatz zum Dow Jones und zum DAX der S&P hier diese Vorwochenhochs noch gar nicht überschritten hat. Also im Vergleich zum DAX und zum Dow Jones ist der S&P ein Hauch schwächer. Ja? Somit würde ich hier im S&P sagen, das ist ja auch den Markt, den wir uns immer wieder anschauen, wenn wir hier unterhalb oder oberhalb in diesem Fall ja erstmal des Bereiches, da müssen wir mal kurz messen, das ist so die Zone hier, die würde ich mir anschauen. Und das ist dann hier, wenn wir das mal kurz uns per Kurs anschauen, die 60, nee, Quatsch, die 5, Moment, nochmal, das ist dann die, ja, so 46, 2646, das ist so in etwa der Bereich, den zeichnen wir auch mal ein, der jetzt hier
so richtungsentscheidend sein sollte. Also solange wir uns da oberhalb von diesem Bereich befinden, wäre für mich aus charttechnischer Sicht die Aufwärtsseite weiter durchaus intakt. Also selbst wenn wir so ein bisschen Schwäche sehen hier nochmal rein, ja, dass der Markt dann durchaus eben sich weiter gen Norden bewegen kann. Und wir haben ja nicht umsonst hier nächste Widerstandsbereiche im Markt drin liegen. Und somit ist es dann natürlich denkbar, dass wir dieses vorherige Hoch, was gleichzeitig an den Widerstand um die Marke 2677, 2678 ranlief, dass wir dort natürlich hinlaufen, beziehungsweise dann es durchaus denkbar ist, realistisch denkbar ist, dass wir in Richtung 2700 tendieren. Und das wäre aus dem aktuellen Schlusskursbereich in etwa 37 Punkte. Das ist schon mal okay, denn auch im S&P sind die Tagesvolatilitäten etwas am Sinken. Wir sehen das hier schon auch auf dem 4-Stunden-Chart. Das hatten wir vergangene Handelswoche auch schon angesprochen. Dass die Volatilität hier ja doch schon merklich, nicht leicht, sondern merklich zurückgeht. Wir hatten hier große volatile Tage und Stunden. Ja, wir sehen das hier, diese großen 4-Stunden-Kerzen. Wir sehen, wie klein das hier aktuell wird. Das sind allerdings eigentlich aktuell die Normalszenarien. Also wo wirklich der S&P sich am Tag dann mal so 15, 16, 17 Punkte mal so bewegt, ja, auch zwischendurch mal 30, 40 noch funktionieren ablaufen können, aber eben diese Tage, wo jetzt der S&P so 100 Punkte in die ein oder andere Richtung richtig drängt, teilweise mehr als 100 Punkte, das ist aktuell nicht das Terrain, in dem wir uns aufhalten, sondern ein Terrain mit geringeren Volatilitäten, und somit sollten hier auch von der Analyse, hier unten, schaut mal, wenn wir hier eine 4-Stunden-Kerze haben, die so hoch ist wie die aktuelle Wochenschwankung, ja, wir sind ja hier in der Woche sind wir ja gestartet, ja, sind da dann runtergelaufen und sind jetzt wieder hochgelaufen, sprich, diese kleinen Bewegung hier, ja, das ist die komplette Handelswoche. Also die Volatilität der Handelswoche ist aus diesem Bereich bis in diesen Bereich zu messen. Und schaut mal hier unten, das ist eine 4-Stunden-Kerze. Ja, aus diesem Bereich hier unten, auch das sind alles, ist ja ein 4-Stunden-Chart, das sind alles 4-Stunden-Kerzen hier. Also sprich, hier in diesen Phasen hatten wir quasi ganz andere Bedingungen, als wir sie aktuell haben. Und ouch, jetzt habe ich mir gerade den Ellbogen gestoßen. Diese Beobachtung, die muss man natürlich ins Trading mit einbringen. Sprich, ich kann jetzt nicht davon ausgehen, wie es hier unten passiert ist, dass der Markt innerhalb von einer Woche irgendwie 100 Punkte sich bewegt, sondern eben scheinbar nur 30, 40 Punkte. Und dann ist es realistisch natürlich, wenn wir hier aus diesem Bereich, vielleicht sogar nochmal ein bisschen Luft holen da unten, eben in den Bereich 2,7 oder knapp drüber laufen, beziehungsweise, wenn es doch eventuell, das wäre ja vielleicht so ein Gedanke, den man auch so ein bisschen vorsichtig mal im Hinterkopf hat, zeigt der Markt jetzt keine weitere Stärke, hat er hier ein Hoch, hat er vielleicht hier nochmal einen Hoch, wie so ein Doppeltop, ja, und fängt dann an, Schwäche zu sehen. Schwäche dann auch eben unter diesen Bereich, den wir uns hier gerade angeschaut haben, dann ist es eben denkbar, dass hier der Markt vielleicht sogar auf der Abwärtsseite anfängt, etwas stärker zu pushen. Aber selbst dann ist hier erstmal zumindest vorsichtig nicht mit Extremen zu rechnen, sondern ich würde jetzt auf der Abwärtsseite, wenn der Markt sich wirklich dafür entscheidet und wir dann hier unterhalb dieses richtungsentscheidenden Bereiches, ich ziehe das mal bis rüber hier nochmal, ja, wenn wir unterhalb dieses richtungsentscheidenden Bereiches kommen, was natürlich bedeutet, okay, jetzt können wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf der Abwärtsseite agieren, dass wir dann auch erstmal nicht nennenswert als in Richtung 2,6 laufen. Ja? Und das ist dann schon ausreichend. Das reicht für die aktuellen Wochenschwankungen. Und wenn dann mal wieder eine Woche aufkommt, wo auf einmal doch Volatilität aufkommt, sei es nach oben oder nach unten, dann müssen wir uns natürlich wieder ein bisschen anpassen. Aber ich denke, aktuell ist das eben nicht der Fall und wird hier auch im S&P dann nicht großartig weiter eintreten. Und die Gedanken nach oben und nach unten stehen auch hier. Die Widerstände bzw. Unterstützungen stehen auch hier. Und dann schauen wir eben, wie der S&P sich entscheidet und versuchen dann entsprechend in die jeweiligen Richtungen zu handeln. Schauen wir uns das Ganze im Euro an. Und hier bewahrheitet sich, und ich rufe ihn auch immer wieder auf, weil einfach man hier auch Bezug auf den Euro so ein bisschen den Fokus darauf hat, dass es eben auch Märkte gibt, wo wir schon lange darüber sprechen, dass sich dieser Markt choppy bewegt, dass er sich seitwärts tendierend bewegt, dass man enorm vorsichtig sein sollte, gerade was trendfolgende Bewegungen betrifft, denn der Markt, der Euro, US-Dollar, ist hier seit Monaten in einer Seitwärtsschiebezone, die sehr, sehr eng ist. Die untere Grenze ist hier in etwa 13,30, die obere Grenze ist hier in etwa 14,30, und seit Monaten tendiert der Euro-US-Dollar größtenteils
in dieser Zone. Da gibt es jetzt zwei verschiedene Herangehensweisen. Moment, das ist hier, wollte ich nochmal kurz einzeichnen. Moment. Mal hier den Rückwärtsfall, da, zack. So, also der Markt tendiert hier hauptsächlich hier drin und hat ja dann immer mal wieder Ausreißer auf der Ober- bzw. auf der Unterseite. Aber der Kern der Bewegungen, der findet in dieser Zone statt. Und jetzt gibt es eine Herangehensweise, die ich erstmal eigentlich immer so ein bisschen zumindest favorisiert habe. Und das war folgende: Wenn der Markt über diesen Bereich kommt, dass ich vorsichtig, immer sehr, sehr vorsichtig, führte in vielen Fällen dazu, dass ich erst gar nicht gehandelt habe. Ein Gedanke stattfand, aber es nicht dazu kam, dass dieser Gedanke durch einen Trigger gefüllt wurde. Der Gedanke, oberhalb von 14,30 dann auf Long-Tendenzen zu setzen, und der etwas favorisiertere Gedanke war, auf der Unterseite, auf die Short-Seite zu setzen. Also ein Break, oder da zu antizipieren, dass der Break, ein nachhaltiger Break, aus dieser ewigen Schiebezone mal stattfindet. Und da hatten wir in der vergangenen Handelswoche dann hier auch mal so eine vorsichtige Trendlinie gezeichnet und hier mal so ein Short-Setup kreiert, was ich persönlich nicht gehandelt hätte oder nicht gehandelt habe, hätte schon, aber es kam für mich eben zu einem Zeitpunkt, wo ich hier nicht am Rechner war. Und selbst wenn man dieses Setup, was wir da kreiert haben, eben dann gehandelt hätte, das wäre halt höchstwahrscheinlich plus minus null ausgegangen. Ja? Und der Markt wieder zurück mit Momentum in diese Seitwärtsschiebezone. Und nun bleibt natürlich dieser Gedanke weiterhin bestehen. Der eine Gedanke ist jetzt, dass man sagt, okay, man handelt dann eben auch die obere und die untere Grenze der Seitwärtszone. Und zwar, wenn der Markt eben von oben nach unten läuft, dass man dann immer sagt, okay, man handelt mal aus dem oberen Bereich in Richtung des unteren Bereiches oder man handelt aus dem unteren Bereich in Richtung des oberen Bereiches. Also klassisch Seitwärtsstrategien, die ich allerdings extrem wenig handle, weil das mag ich nicht. Ich mag keine Seitwärtszonen. Ich halte mich dann lieber aus Märkten raus, die mir Seitwärtszonen zeigen. Lediglich vergangene Handelswoche hatten wir im DAX mal eine Seitwärtszonenstrategie entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, da könnten wir, oder das hat am Donnerstag dann auch recht gut funktioniert, dann eben auch auf der Oberseite mal verkaufen, weil auch dort zeigte sich zwar nicht so eine lange, sondern nur eine kürzere Seitwärtszone. Viel interessanter wird es, und dabei bleibe ich jetzt auch. Und das bedeutet, dass ich natürlich im Euro-US-Dollar sehr, sehr wenig nicht handle. Kommen wir erneut unter die Marke von 13,30, würde ich mir hier dann wieder Gedanken machen, die Short-Seite zu handeln, manchmal eben auch schon kurz davor mit so einem antizipierten Break. Oder aber bricht der Markt nach oben aus? Wir sind ja gerade, jetzt wird es halt auch interessant, wie geht der Markt hier oben mit dem Bereich halt um? Wie kommt der hier hin? Wo eröffnen wir am Montag? Dreht der vielleicht wieder nach unten? Dann wäre das vielleicht mal für diejenigen, die Seitwärtsstrategien handeln wollen, ein Gedanke, hier in Richtung Süden zu handeln. Oder eben geht er hier direkt drüber, und dann wird es für mich halt interessant, wieder auf der Long-Seite, dass man sagt, okay, erneut in den Bereich 15,30. Ja, das ist ja diese Zone, das war ja der Versuch, den wir hier dann auf der Long-Seite auch gehandelt haben, in Richtung 15,30, dass da dann eventuell wieder ein Anstieg stattfindet. Aber ich würde hier nach wie vor eher sagen, mit Vorsicht rangehen, eher dann eben auf den britischen Pfund schauen, denn das ist ein Punkt, den wir eben noch gar nicht angesprochen hatten, den wir vergessen haben, fällt mir gerade ein, in der fundamentalen Betrachtung zu Beginn der Analyse, denn es kommt ja nächste Woche wieder eine Entscheidung bezüglich des Brexits, und da wird natürlich dann der britische Pfund, den wollen wir jetzt gar nicht weiter analysieren, aber der ist aktuell viel, viel volatiler, der zeigt dir Stärke nach oben. Und da kann man eben dann den Fokus mal ein bisschen mehr drauf legen, werden wir auch in den Devisenradaren in der kommenden Handelswoche machen, dass wir uns natürlich den britischen Pfund schnappen, um hier gegebenenfalls das ein oder andere Setup zu kreieren. Aber Euro-US-Dollar ist eben aktuell nicht so der interessanteste Markt. Und da kommen wir abschließend auf den Goldpreis, auf den Goldmarkt, beziehungsweise ja, aufs Gold. Hier war ja der Gedanke in der vergangenen Handelswoche, was dann erstmal nicht ganz so funktioniert hat, denn es sind dann auch größtenteils wieder Break-Even-Trades geworden, außer für diejenigen, die hier wirklich in der vergangenen Handelswoche noch die Setups hatten. Ja, da hatten wir hier so eine Trendlinie eingezeichnet, habe gesagt, okay, hier so ein Break durch diesen Bereich in Richtung Süden ist denkbar, und diese Einstiegs hier oben waren natürlich super. Ja, auf jeden Fall super, um Profit zu machen. Die Zielbereiche wurden hier auf der Südseite nicht erreicht. Das muss man vorweg sagen. Aber die Einstiegsszenarien der vorletzten Handelswoche waren recht gut. Auch
Das Kerneinstiegsszenario der aktuellen Handelswoche war nicht so schlecht, aber war von dem Faktor, wie weit ist diese Position dann zwischendurch mal im Profit, mit Abstand nicht, oder mit Abstand war auf jeden Fall, sieht man ja, kleiner als der Gedanke der Vorwoche. Aber die Reaktion an diesen Tiefs in Richtung Süden, die hat erstmal stattgefunden. Auch wieder ein Trade, der eben einen kleinen Profit oder eben Break-Even gebracht hätte. Und dann kam hier am Freitag zum Ende der Handelswoche eben wirklich Momentum auf der Aufwärtsseite auf. Was zugegebenermaßen im Maximum eine aggressive Trading-Idee oder welcher dieser Aufwärtsbewegung, welcher man Maximum mit einer aggressiven Trading-Idee hätte folgen können. Und zwar, wir hatten vorvorletzte Handelswoche und vorletzte Handelswoche ja hier oben einen Bereich markiert um die Marke so 97, 98, wo ich gesagt hatte, wenn der Markt hier drüber kommt, über diese blaue Linie, dann ist es denkbar 1300 und 1305 als Ziel. Ja, und ich persönlich kam hier gar nicht auf den Gedanken, da jetzt überhaupt diesen Trading-Gedanken auf der Long-Seite zu kreieren, aber wir hatten den Gedanken auf jeden Fall schon formuliert und für diejenigen, die eben das Momentum gesehen haben, für die war das hier vielleicht ein Einstiegsszenario. Für mich persönlich nicht, ich war hier nicht Long investiert. Aber wir sehen ja jetzt diese Long-Bewegung und wir sehen, und deswegen machen wir das ja hier jede Woche, um eben diese Bereiche im Markt festzulegen. Und da war immer schon dieser Bereich hier um die Marke 96, 97. Wir können das mal kurz messen. Ja, ihr seht das hier. Das ist 96. Ja, man kann hier sogar noch auf 97 hochgehen. Das ist hier so knapp unter diesem Hoch. Wir können das auch nochmal so ein Stück zusammenziehen. Dann sieht ihr, da seht ihr das ein bisschen mehr, ein bisschen besser. Moment, falsche Richtung. So, zack. Hier. Und hier hatten wir einen wichtigen Bereich eben markiert. Das war so diese Zone in etwa, ja, wo wir gesagt haben, okay, da drüber long in Richtung 13.00, in Richtung 13.05. Ja, und hier dieser Bereich, der war eben in der letzten Analyse der wichtige Bereich. Und hier war der Gedanke, wenn der Markt sich hier in diesem Bereich leicht erholt, und exakt hat er es getan, dann wäre genau der Punkt hier der interessante Short-Gedanke. Und bis hierhin hat dieser Short-Gedanke dann funktioniert. Und dann kam hier wieder leichte Stärke rein und ja, dann diese Eskalation am Freitag. Führt aber dazu, dass natürlich dann hier, um das mal vom Trade-Management kurz her einzuzeichnen, ich hatte auch gesagt, die Stops hier oben sind mir zu groß. Ja, also ich würde hier mit kleineren Stops arbeiten, um auch die Chance-Risiko-Verhältnisse besser hinzubekommen. Ja, und je nachdem, wo man hier den Stop hinpackt, ich zeichne jetzt mal das so ein, dann liegt hier irgendwo der Stop und dann läuft der Markt ja schon für einen und dann fängt man natürlich nach einer gewissen Zeit dann auch an, den Stop nachzuziehen und irgendwann hängt der dann auch auf Break-Even beziehungsweise vielleicht sogar schon im Profit, ja, und dann wird man hier mit dieser Gegenbewegung natürlich irgendwann wieder rausgeholt. Das ist dann nicht der perfekte Trade, aber es ist ein Trade-Gedanke, den man umgesetzt hat, mit dem man nichts verloren hat. Und der vielleicht sogar je nach Stop und je nach Ziel und je nach Ambitionen schon gut im Profit eigentlich war und man vielleicht sogar schon den einen oder anderen Teilgewinn mitgenommen hat, etc. pp. Und jetzt kam der Schuss nach oben. Jetzt dreht sich natürlich das Bild erstmal wieder ganz klar in Richtung des Vortrends und zwar in Richtung dieser aktuell laufenden Aufwärtsbewegung. Und das ist ohne Zweifel aus dem Bereich 1160 aktuell immer diese Aufwärtsschiebezone, ihr seht, dass das ja aktuell wirklich immer größer wurde. Und jetzt der Markt am Freitag hier mit Momentum wieder dieser Aufwärtsseite erstmal gefolgt ist. Allerdings haben wir an der 13.05, das ist dieser Bereich, einen markanten, wichtigen Chartpunkt aus der Vergangenheit. Und hier müssen wir wirklich aufpassen, wie der Goldpreis mit diesem Bereich umgeht. Und zwar ist das aus dem Anfang des vergangenen Handelsjahres hier, ja, da hat der Markt so eine Schiebezone gehabt, von der 13.05 als untere Grenze hinauf in den Bereichen etwa 13.55, 13.56, 13.60. Das war eine recht volatile Seitwärtsschiebezone, die hier gestartet, in etwa startete im Januar 2018 und dann eben verlassen wurde in etwa im Mai 2018. Also eine sehr, sehr lange volatile Seitwärtszone, die hier wirklich markant von der Unterseite des Öfteren den Test hatte. Und solch wichtige charttechnische Bereiche, die sind in vielen, vielen Fällen nicht zwingend unwichtig, wenn der Markt nun wieder in diese Bereiche kommt. Und da sind wir fast. Wir sind noch knapp darunter, aber wir kommen jetzt in so einen Bereich. Und wenn man jetzt mal das ganz große Bild einzeichnet, also wirklich die ganz großen Pfeile,
Dann haben wir hier eine saubere Aufwärtsbewegung. Ja, dann haben wir hier zwar diese Seitwärtszone, aber wenn man mal ganz genau ist, hat man hier dann eine Abwärtsbewegung. Ja, mit dieser unteren Grenze hier. Ja. So, und jetzt kommt der Markt hier wieder an den Bereich rein und jetzt kann hier übergeordnet durchaus auch wieder eine Abwärtssequenz eintreten. Das muss nicht sein, das ist Spekulation. Aber was Fakt ist, dass dieser Bereich 13,05 sehr, sehr wichtig ist und durchaus hier zu einer Reaktion erstmal führen kann. Somit ist jetzt hier oder sollten wir diesen Bereich auf jeden Fall für die Wochenanalyse hier mit einbauen. Und das bedeutet für mich, dass ich hier oben, wenn der Markt jetzt hier hinkommt, und da werden wir höchstwahrscheinlich ja logischerweise hinkommen. Also wir sind jetzt hier im Schlusskurs 13,03. Das sind jetzt noch lediglich 2 Dollar. Hier oben dieser Bereich wird somit interessant und den zeichne ich mir dann auch ein und den weiß ich ja auch und somit ist es hier oben durchaus denkbar. Da kann man auch schon mal vorsichtig mal so einen Short-Versuch wagen, ja, das ist jetzt hier nicht auszuschließen, dass ich hier auch mal schon mal anfange auf Konsolidierungen zu setzen. Allerdings haben wir ja dann hier diesen wichtigen Bereich 95, 96, 97, ja, der dann eben auf jeden Fall ins Chance-Risiko-Verhältnis so reinpassen muss, dass selbst wenn diese Bewegung lediglich stattfindet, ein Stop im Endeffekt auf Break-Even stattfindet. Beziehungsweise, dass dann eben hier diese, Entschuldigung, jetzt habe ich das hier rausgelöscht, dass eben aus diesem Bereich hier eine Kernreaktion nach unten stattfindet. Aber dafür nicht direkt irgendwie eine Limit-Order reinlegen, sondern eben abwarten, wie kommt der Markt dahin. Und dafür haben wir dann die Livestreams, wo ich dann meine Kernüberlegungen mit euch versuche, dann eben weiter auszubauen. Mal gucken, wie der sich hier verhält. Zum Beispiel vielleicht so, ja, dass er hier anfängt, so eine Schiebezone aufzubauen. Dann hat man hier vielleicht eine obere und eine untere Grenze. Und dann würde ich mir anschauen, dann vielleicht den Break hier auf der Unterseite zu handeln, dass der Markt vielleicht übergeordnet hier doch mal wieder so ein bisschen wegbricht. Alles sich drehend um diese 13,05. Gehen wir darüber und etabliert sich der Markt auch darüber, dann wäre hier oben weiter die Long-Seite denkbar. Somit denke ich, dass dieser 13,05er Bereich für die kommende Handelswoche so mit der wichtigste Bereich ist. Mal schauen, wie er damit umgeht. Bleibt er da drüber, würde ich weiter auf der Long-Seite agieren, prozyklisch. Und fängt er an, darunter so ein wenig zu schwächeln. Ja, und keine Anschlusskäufe mehr zu finden, gerade nach dem Momentum sollte hier eben eigentlich Kraft kommen, was hier am Freitag stattfand. Sollte das nicht kommen, dann ist es eben grundsätzlich denkbar, dass dieses Momentum vom Freitag auch relativ zügig wieder ad acta zu legen ist, also diese Aufwärtsbewegung, dass sie relativ zügig wieder zurückerobert werden könnte, ja, und dann eben sich hier doch so ein bisschen Schwäche einstellt. Ja, und da haben wir ja dann die entsprechenden Ziele und ich denke, dass übergeordnet der Test der 63, der 1263 eben durchaus denkbar und realistisch ist und das wäre so die vorsichtige Herangehensweise im Gold und wir werden uns das in den täglichen Analysen natürlich dann auch entsprechend weiter anschauen und vor allem nächste Woche werde ich dann auch die Devisenradare übernehmen und wir haben dann die Chance dann immer um 9.30 Uhr dann ja auch im Devisenradar aufs britische Pfund zu schauen, aufs Gold zu schauen, auf diese wichtigen Punkte, auf diese wichtigen Märkte zu schauen, um dann hier eben auch das ein oder andere Setup zu formulieren und gegebenenfalls auch zu handeln, um dann vielleicht die Trades entsprechend dann verfolgen und eben Trade Management zu betreiben. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche erstmal Good Trades und Mega Trading. Das waren so meine Gedanken zu den Märkten. Wir hören uns dann zu den täglichen Livestreams 8.50 Uhr DAX Long oder Short, 9.30 Uhr Devisenradar und um 15.45 Uhr die US Opening Bell, wo wir dann auf die US-Märkte etwas stärker blicken. Bis dahin, euch nur das Beste und noch ein schönes Wochenende. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.